Im letzten Video besuchten wir diese alte Leichenhalle und erlebten Seltsames. In diesem Video kehren wir zu diesem Ort zurück und es wurde noch schlimmer. Viel schlimmer. Wir machten eine paranormale Untersuchung, das EMF schlug aus, die Bälle fingen an zu blinken, aber dann machten wir eine Spirit Boat Sitzung und es wurde uns zu krass. Viel zu krass. Denn wir wollten sterben. Oh mein Gott, Alter. Halt's Maul. Alter, was? Warum soll mir Tod passieren? Letztes Mal war es, als wir hier, sind wir wieder rausgefahren und als wir uns abbiegen wollten, konnten wir nicht mehr lenken. Ja, das war richtig komisch. Leute, ich grüße euch. Ich bin richtig happy. Ich hoffe, ihr auch. Und zwar war ich ja letzte Woche in dem Video mit Marc bei einer verlassenen Kapelle, Kirche oder Krematorium. So ein Ding war das. Da haben wir eine kleine PU gemacht. Und das Ding hat uns tatsächlich nicht in Ruhe gelassen, auch weil viele andere gesagt haben, da geht's richtig ab, auch in anderen Videos. Und man siehe da, wir gehen jetzt schon den Weg. Marc ist wieder dabei. Und diesmal auch die Bunkercats, Tobi und die Katze. Die beiden haben bereits an diesem Ort eine paranormale Untersuchung gemacht. Und was sie erlebt haben, seht ihr in diesem kleinen Ausschnitt. Er hat sich in die Tochter von dem Friedhofsverwalter verliebt. Und er war dagegen, er war gegen diese Liebschaft. Und ja, daraufhin hat er sich... Ja, wir sind wieder da und gehen jetzt mal richtig rein in die PU, würde ich sagen, oder was? Da hinten ist es schon. Marc ist auch da. Hi. Also ich bin auf jeden Fall mega gespannt, was heute da alles passiert. Ich denke mal, ihr werdet auch noch mal die ein oder andere Geschichte über diese Kapelle erfahren. Sieht schon wieder wild aus, ne, wenn man davor steht so. Im letzten Video habe ich, glaube ich, zu Marc gesagt, stell dir mal vor, hier laufen dann so kleine Kinder lang und die spielen so und verschwinden im Wald. Ja, manchmal nachts ist halt so, dass dir gerade durch Schatten und sowas, ne, und weil du es nicht richtig erkennen kannst, so da spielt die Fantasie dann eine große Rolle. Ne? Hallo, ich grüße dich. Ach so, Leute, ne? Ich weiß nicht, ihr habt es vorhin, glaube ich, schon gesehen in der kurzen Szene, ich im Auto unterwegs war. Wir haben heute Freitag, den 13. Ich glaube, ich hatte noch nie Pech am Freitag, den 13. Ich verfolge dich auch einfach so. Ja? Ist halt so. Das ist ein Normalzustand. Ja. Wir haben übrigens noch andere Sachen dabei. Ne? Bleibt auf jeden Fall dran, es wird spannend. Ich habe ein paar Sachen bestellt. Als ob der Ball einfach schon anfängt zu blinken. Vor der Ferne, ja. Wir haben mal hier innen geschafft, die ganze Zeit im Wind. Und Leute? Und ich kann mal nicht sagen jetzt mal, deine läuft schon, ne? Ich habe gerade angemacht, weil der Ball blinkt. Leute, der ist gerade aus. Hä, schon wieder, ne? Ich danke dir. Pass auf. Das reicht nicht, sie anzuditschen. Die musst du... Ich muss richtig schütteln, ne? Ja. So, Leute, wir holen jetzt die Sachen raus. Der Ball hat gerade schon geblinkt, habt ihr gesehen? Schon verrückt. Und wir haben auf jeden Fall noch mal vor, diesmal... Wir haben zwei so eine Dinger dabei. Ich habe das jetzt bestellt. Das ist so ein Spirit Board, steht da drauf. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Amazon, 9 Euro. Spirit Board? Witcher oder? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Wixter. Das hört sich falsch. Das hat sich echt falsch angehört. Wixter. Piep. Da könnt ihr ja lesen, ja. Das wollen wir mal ausprobieren. Den Ball habe ich wieder dabei. Schlägt das schon aus? Ist schon? Hast du schon? EMS. Dann haben wir wieder den Bewegungsmelder dabei, das laute Lärmding. Und dann habe ich noch diese zwei Katzenbälle hier. Und dann mal gucken, was hier Tobi und die Katze noch dabei haben. An Equipment. So, Leute, hier sieht man schon, so ein REM-Pod ist das. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich da durchgehe. Ich glaube, der macht auch Lärm. Ah ja. Wenn man den Fuß so, also überall schlägt er auf. Ah gut, interessant. So, Leute, und hier schauen wir jetzt den anderen Bewegungsmelder hin. Hier mache ich die Nachtsicht an. Ah, jetzt blinkt er rot.
Okay. Schalt mal das Ding wieder an, geht auf jeden Fall. Da ist der Bewegungsmelder und leuchtet so rum. Okay, das haben wir aufgebaut. Wenn er das Ding hört, ey, dann ist Feierabend. Ich lege die drüben zur Nachtsichtkamera. So Leute, ich lege jetzt hier nochmal so ein paar Bälle hin. Einfach. Hier an. Remi Demi. Und gucken wir mal echt, ob da ein Map kommt. Doch, hier, das hat gerade ausgeschlagen. Aha. Aha. Du Schlingel. Haben alle ihre Telefone in den Flugmodus? Wow, ich bin jetzt im Flugmodus. Hier, da könnt ihr das sehen. Ich wünsche einen schönen guten Abend. Mein Name ist Lenz und ich bin hier, um mit dir zu kommunizieren. Ja, hallo. Ich habe mich ja schon für Menschen gestellt, als ich diesen Raum hier betreten habe und habe dich auch mit Frau Erlaubnis gebeten, dass ich hier heute sein darf. Ich bin Tobi und ich bin gespannt, was heute hier passiert. Die Bälle haben schon ausgeschlagen. Ach so, das ist dein Mikro. Ich dachte, dein T-Shirt hat so einen hellblauen Fussel. Das ist ein hellblauen Fussel, der wird schon irgendwie. Ja. Das sah seltsam aus gerade. Ja, Marc, ich freue mich auf ein nettes Gespräch heute Abend. Ich glaube, da freuen wir uns alle drauf. Wie sieht denn das bei dir aus? Freust du dich auch? Hast du denn so oft Besuch? So viele wie wir sind. Ich nehme mal meine 2 Meter dazu. Und du kannst auch natürlich gerne abwechselnd beide bedienen für Ja und Nein. Haben wir hier einmal die Ja-Seite und einmal die Nein-Seite. Das ist eine gute Idee. Magst du mit uns reden? Dann bitte lass eins der beiden K2-Meter ausschlagen. Aber ich muss sagen, es ist ähnlich wie wo ich jetzt hier letztens mit Marc war, im letzten Video. Am Anfang auch irgendwas passiert, ne, EMF die ganze Zeit alles ausgeschlagen und dann nichts. Diesmal war ja der Ball auch genau da wieder an der Stelle ausgeschlagen und dann erstmal nichts. Also oben ist er auch noch wahrscheinlich. Über uns. Oben. Ja, komm doch mal runter. Es ist fies, wenn du so diese alten Stufen knarzen hörst. Boah, da vor Leuten, die irgendwelche Sätze in die Hä? Warst du das? Nee. Hast du das? Nee. Was ist das? Bewegungsmelder. Hä, als ob? Ja. Ja, sonst würde er ja nicht leuchten, oder wie geht das Ding? Hast du gerade gesehen, dass er einfach angegangen ist? Doch, der ist gerade. Ja, der ist einfach angegangen. Deswegen dachte ich ja, du hast da irgendwie mit der Fernbedienung oder so eingestellt. Aber wie geht denn das? Wo ist das zum Sensor oder nicht? Ja. Ab wo denn? Ab hier. Ach, guck mal. Ey, hier stand ja keiner. Ich stand ja 2 Meter weiter drüben. Ey, das ist ja. Bist du hier? Wie geht das hier auch raus? Ja, vielleicht hat ja auch jemand da durchgelunzt. Vielleicht beobachtet uns irgendwer. Hallo? Ist da irgendwer draußen? Tür. Trau mich irgendwie nicht. Nee. Er kann ja auch gar nicht erkennen, weil das war hier jetzt komplett dunkel. Das war ja wirklich nur so ein Zentimeter Spalt. Warst du das? Dann geh doch mal bitte auf das linke EMF zu. Oder K2 Meter, wenn du das warst. Okay Leute, wir haben jetzt auf jeden Fall den Bewegungsmelder so hingestellt. Wenn der jetzt nochmal angeht, dann ist es echt gruselig. Also mal gucken. Jetzt dürft ihr nicht mehr sehen, eigentlich. Du brauchst dir auch gar keine Sorgen zu machen, dass wir dir irgendetwas antun oder dir irgendwie schaden können. Wir sind alle freundlich. Tobi. Ich kann gerne was ins Mikrofon sprechen. Wie ist dein Empfinden so heute? Okay. Noch, also, ja. Noch, also seit auch? Ihr da seid, ist die Stimmung hier drin definitiv lockerer. Aber vorhin, als wir hier alleine waren, wie gesagt, also
habe ich mich nicht mehr gut hier drin gefühlt, vor allem da oben nicht. Ja gut, ne, wenn du zu zweit bist, ist das immer ein bisschen gruseliger, als wenn du jetzt zu viert bist. Wir beide schon zu viert, dann geht's. Vielleicht sind wir auch so zu nett, so positiv, dass die keinen Bock auf uns haben. Ich weiß ja, man steckt ja nicht drin, du weißt ja nicht, wie, wenn es Geister gibt, nach was die gehen, wie, ob die denken, können die überhaupt denken? Ja. Bestimmt. Weiß ja nicht. Wollen wir mal gucken, ne? Ja. Marc, was sagst denn du, wie ist dein Empfinden? Finde ich ganz gut eigentlich, also kein komisches Gefühl bisher. Okay, vielleicht kommt es noch. Letztes Mal war gruseliger mit dem Gewitter und dem kleinen Sturm auch, war schon ein bisschen creepy. Wir können ja mal hier die Ghost Tube App jetzt dazu anmachen und dann nochmal ein paar Fragen stellen. Ja, mach du an. Weil wenn du sagst, du hast das Premium dann. Aber ihr habt mir ja gesagt auch, dass hier irgendwie so ein Friedhofsgärtner gewohnt hat, ne? Wisst ihr, wie der heißt? Oder wie sein Name war? Von dem Kapellen. Ja? Wie hieß der? Klaus. Das war Max. Man muss ja mal hier den Grundspruch auswerfen. Ach so, ja. Auch deswegen sagst du das immer, ja. Ja, ich gar nicht dran. Wenn man macht, Alter! Was ist los? Ich dachte gerade, da kommt so eine Gestalt durchgelaufen, ne, und ist in der Wand nach außen verschwunden. Hast du meinen Schatten? Ich weiß nicht, ob es dein Schatten ist. Es sah schon eher so echt aus wie so eine Gestalt. Nee, das war kleiner. Das war nicht dein Schatten. War komisch. Es war wahrscheinlich nur Einbildung. Weiß ja nicht. Der Bewegungsmelder kennt ja eigentlich nur Menschen. Wofür? Vielleicht, weil du es Wahrnehmung hast. Weil ich dich gesehen habe? Falls Lenz dich wirklich Wahrnehmung hat, kannst du es uns bitte dann mit dem linken IMF, das für Ja steht, bestätigen? Wir wären sie sehr verbunden. Ich war das. Boah, hier ist so gruselig, ne? Ja, da vorne. Das weiß ich. Da auf dem Fensterbank. Hätte ich das in den Wind kommen müssen. Ja, dann ist er aber mit drinnen gleich. Von da hinten kannst du rein, ja. Wir sollen zurückkommen, hast du das gehört? Ja, habe ich gehört von drüben. Er sagt, ja, wollen wir mal hochkommen und dann kommt direkt danach, kommt zurück. Warum sollen die Jungs hier runterkommen, also zurückkommen? Hast du etwas vor mit uns hier in diesem Raum? Oder vielleicht die Bälle zu Telefon. Hoch? Ein Telefon, Alter. Oh, mir ist so warm, ne? Ich muss erstmal einen Schlaf trinken. Du kannst dich auch gerne über die linke Welle äußern. Oder über die kleinen Ballons. Danke. Onkel, ne? Onkel. Dein Onkel? War dein Onkel hier der Gärtner? Friedhofsbetreiber. Meinst du, hier schleicht schon irgendwer drumrum? Okay, wir bleiben. Wir landen. Welches Datum haben wir? Freitag, der 13. Junge, krass. Ich habe noch nie so eine Frage gehört, welches Datum wir haben. Und genau am Freitag, den 13. kommt diese Frage. Habt ihr sowas schon mal gehört? Nee, also die war jetzt auch das erste Mal. Also so eine Frage habe ich noch nie gehört, Alter. Du bist gerade hinter mir. Ist das richtig? Ich hatte das gerade auch im Nacken richtig dran. Leute, schwierig. Ich möchte, dass du gehst. Wir bleiben. Ja.
Oder du gehst rüber und in dieser Fensterbank im Zwischenraum, da steht ein Bewegungsmelder. Wenn du darauf zugehst und der auslöst, dann gehen wir. Hallo? Das geht eigentlich nur mit Fernbedienung, wenn man davor steht. Kannst du einen Akkustatus sehen? Nee, kann ich leider nicht. Hä, okay, also hätte ja echt jemand rumlaufen können, aber die Nachtsicht war ja an. Also erstmal jetzt die Aufnahme stoppen hier. Dann bin ich mal gespannt, was hier passiert ist. Bewegungsmelder ist an. Und jetzt gucken wir mal, was wir im Nebenraum erreichen. Starten wir mal. Das ist auf jeden Fall wild, hier noch mit den ganzen Sachen wie letztes Mal zu sehen. Der Käse ist ja schon echt hart, ne? Wisst ihr, warum dieser Käse hier liegt? Nein. Aber ich finde, dass du dort die Powerbank abgestellt hast. Das ist ja sowas von. Guck mal, Alter. Boah. Ist der. Licht ist aus. Würde ich sagen, machen wir das Licht hier auch aus. Dann ist erstmal nur noch Nachtsicht an. So, man sieht jetzt nochmal alles komplett duster. Also wirklich nur das Nötigste an Equipment quasi, was leuchtet. Die K2s und so. Ansonsten jetzt wieder zur Nachtsicht. Hörst du zu? Ich möchte, dass du gehst. Hörst du zu? Du, wer hat die Frankfurt, der eben F angezeigt hat? Ja. Der hat 38 angezeigt. Der? Ja. Und der gar nichts da. Ja, der war gar nichts gemacht. Magst du vielleicht die Bälle zu blinken bringen? Dann würde ich überlegen, nach Hause zu gehen. Ich kann nicht reden. Wieso? Und du redest doch vor allem gerade. Oder darfst du nicht reden? Ich hatte ja schon das letzte Mal das Gefühl, als ob dir jemand den Mund hier verbietet. Verbietet sich hier jemand an diesem Ort den Mund? Will jemand nicht, dass du redest? Kann das sein? Darfst du nicht hier sein? Schwachsinnig. Wie ist dein Name? Wie heißt du? Genau, wir haben uns ja vorgestellt. Du dich aber nicht. Hast du vorhin den Mann? Ja. Wohin denn? Hast du vorhin den Ball dort bewegt? Sind hier viele von euch oder bist du hier alleine? Wenn du alleine bist, dann lass bitte eins von den K2-Metern hier ausschlagen. Irgendeinen. Oder auch das EMF-Gerät in meiner Hand. Wenn hier mehrere sind, dann bitte bring die Bälle zum Linken. Wenn du uns erzählst, was dir passiert ist, dann können wir dir vielleicht helfen. Schwachsinnig. Findest du vielleicht, dass es schwachsinnig ist, aber für uns ist es sehr wichtig hier. So, Leute. Ich werde jetzt nochmal nebenbei gucken mit dieser SLS-Kamera. Ja, die sehen wir ja da. Das ist Tobi und die Katze. Da ist Marc. Vorsichtig sein. Was sind wir? Magst du die Kameras nicht? Versteckst du dich dahinter? Bleib bei mir. Ich komme gleich wieder, oder meinst du Tobi? Nehmen Sie weiter auf. Okay. Hä, okay. Ich brauche gerade ständig die Kameras und sagt, nehmen Sie weiter auf. Also hast du nichts dagegen, dass wir hier filmen? Wir möchten kommunizieren. Ja, okay.
Wir haben schon mal gedacht. Warum bist du hier? Erbärmlich. Du bist erbärmlich. Was findest du denn erbärmlich? Isabel. Das ist Isabel. Ich das ja immer machen. Heißt du so? Wenn du wirklich so heißt, kannst du es mir dann am Anfang so spielen, wenn ich nehme jetzt mal die Kamera mit. Tobi, der spuckt hier rum. Ich hab Fernbedienung für die Skelette. In der Kapelle. Marc, wie ist dein Empfinden jetzt? Ja, die Kommunikation ist ein bisschen schwach. Könnte besser sein. Was würdest du dir denn wünschen? Dass du heute Nacht noch gebissen wirst. Ich werde schon nicht gebissen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hoch und gucken, ob da die Kommunikation besser ist. Marc stellt jetzt gerade noch mal ein Brett vor die Tür, dass wir auch hören, und, ob da irgendwer reinkommt. Der Alarm ist ja auch noch da. Und dann später auf jeden Fall noch Ouija-Board. Ne? Ich bin gespannt, ob da noch irgendwas kommt. Boah, ist das hier dunkel, ne? Nein. Ohne Nachtsicht sieht man gar nichts. Ich sehe hier gar nicht, wo ich hingehe, ne? Es ist ja so dunkel. Alter. Ich sehe einfach gar nichts. Ich sehe nicht mehr, wo ich hintrete. Hier kommt jetzt gleich noch dieser Rampart hin, den ihr schon hört. Dann wisst ihr gleich, wo das ist, wenn da irgendwas kommt. Wir sagen, Rampart hat ausgelöst. Dann ist der hintere Eingang. Hier war wahrscheinlich die Wohnstube. Hier war ja dieser kleine Raum, wo das Dach kaputt war. Oder Fenster. So, was war denn hier? Hier war so nur Dachboden, ne? Und hier hat sich jemand erhangen? Ach, da ist noch die Kirche. Hier unten. Oh, da. Okay. Da, wo du stehst, da steht ja der Stuhl. Der stand ja anders. Okay. Aber meinst du, da hat sich jemand... Da hatte ich zwei Bälle ausgelegt gehabt und ich hockte neben dem Stuhl unter dem Balken und hab die Geschichte erzählt mit Klaus und mit seinem Suizid. Weil die Liebe, die er da hatte, nicht geduldet wurde von dem Vater von dem Mädchen. Mhm. Keine Ahnung, ob es der Priester war, der hier gewohnt hat, oder der Friedhofsbetreiber, kann man nicht nachweisen. Mhm. Aber er war halt dagegen, weil der Klaus, wenn er wirklich so heißt, angeblich ein jüdischer junger Mann war. Okay. Und daraufhin hat er sich hier erhangen. Und das sollte Selbstmordweiten sein. Wenn man vor dem Fenster nagelt, damit die Seele nicht mehr in den Himmel aufkommt. Meinst du nicht, der Balken ist da so oder so? Boah, ich weiß also nicht, man sieht nicht, halt... dass er irgendwie zur Konstruktion beiträgt, weil guck mal, der ist eigentlich total sinnlos. Aber ich muss sagen jetzt, also man sieht halt auch gar nicht irgendwie, hier ist nicht mal ein Seil oder so. Irgendwo hier im Raum angeblich, vielleicht hier, keine Ahnung, also weiße Teufel. Ich würde schon fast sagen, dass die Balken auch zu niedrig sind, weil da muss ja schon echt kurzes Seil haben. Oder sonst vielleicht eins von denen. Von da oben. Ja, bei den Fürsten quasi. Aber bist du sicher, dass sich hier jemand umgebracht hat? Die Geschichte ist angeblich von einem Medium. Okay. Aber mir wurde sie durch die Bälle und durch den Stoß von hinten bestätigt. Okay, wir gucken mal. Ich nehme auf jeden Fall hier erstmal Klaus seinen Stuhl mit. Dann kann er sich nicht mehr umbringen, vom Balken schmeißen. Und ich habe einen Sitzplatz. Was denn? So, Nachtsicht stelle ich jetzt hier in die Richtung und da steht das EMF auf dem Kamin. Mal gucken, ob da was kommt. Ja. Die Kamera jetzt an hier auf Aufnahme. Also das hier ist quasi die Wohnung von dem Priester oder von dem Friedhofsbetreiber. Wir haben ja keine Geschichte, also keine richtige Geschichte zu dem Ort. Weil es ja alles Mund-zu-Mund-Überlieferung. Also alles nur Geschichten, aber an jeder Geschichte ist eigentlich immer was Wahres dran, ne? Wir schauen mal, wir gucken. Nehmen wir erstmal Platz. Also ich bin Lenz. Ich war unten auch schon. Kennst du mich noch? Ja, und ich bin die Katze. Und das da ist Tobi und das da ist immer noch Marc. Hat sich nicht verändert. Wie gesagt, du kannst gerne ein Geräusch machen, so einen hier. Oder ein Kratzen machen. So ein Geräusch kannst du uns geben. Also mir wird schon ausreichen, wenn du einfach nochmal aufs EMF zugehst. Du kannst auch die EMF-Geräte berühren.
hinten im anderen Zimmer, da steht ja ein Mikrofon. Wie gesagt, da kannst du was drauf flüstern oder was drauf sagen, uns vielleicht sogar deinen Namen nennen. Kannst du uns bitte ein Zeichen geben? Es ist so ruhig, ne? Also. Aber es riecht. Ey, riecht ihr? Boah, das riecht gerade richtig alt. Ne, das riecht richtig gerade so nach tote Leiche. So. Boah, was war denn da? Ne, siehe, wo der Balken ist in dem Raum. Da hat sich hier rum, ne? Aber. Adrian! Müssen wir aufpassen da oben und da ist die Powerbank. Ach so. Wenn ich das hier im Kopf hält. Ja. Ja. Also, es scheint mir so, als ob du keine Lust hast, mit uns zu kommunizieren, zu reden. Da war ja ein kleiner Ausschlag von 1 da das schon wieder. Hä, ja, wo sieht man das denn? Da haben wir. Auf was geht denn das? Vibration oder? Nee, elektromagnetisches Feld und. Ach so. Unten elektrische, oben magnetische. Das sind EMF und digitale. Ach, das ist richtig EMF und das sind nur K2 oder was? Naja, ist eigentlich ein dasselbe Frequenz. Und dass er halt, damit kannst du Stromleitungen genau anspüren. Ja. Wenn du wissen, wie du da bohren willst, zum Beispiel. Oder wo du deinen Finger nicht in die Löcher reinstecken musst. Ist da gerade ein Auto gekommen? Ja, jetzt ist also ein Auto gerade einen Schotterweg oder sowas fährt. Es ist nicht für dich. Nicht mein Taxi oder was? Nein, mach dir keine Sorgen, wir werden uns nicht an den Tisch bedienen, wenn, dann legen wir eher was drauf, als Dank dafür, dass du überhaupt mit uns irgendwie kommunizierst. Wir werden sie nichts wegnehmen. Boah, manchmal kommt hier so, als ob nervig. So eine alte Frau vor mir steht, ne? Ja, wahrscheinlich durch den Wind, der von draußen kommt. Wo wir hoch, meinst du? Ja, aber so. Ich hasse hier Durchsucht, von da kommt die. Ja, aber das riecht nicht so, als ob das so durch, sondern so. Als ob so ein Mensch mit Körpergeruch vor mir steht. Entschuldigung. Ich mag. Weißt du, da kam wirklich ein Auto, hier fährt eigentlich fast keiner mit einem Auto. Hat sich gerade so angehört. Leute, ich habe noch eine Idee. Weil die App, die braucht irgendwie Internet. Willst du spielen? Spiel ich gerne. Ja, gerne. Guck mal, wollen wir spielen? Genau. Hey, wieso ist der aber auch angegangen? Ich bin zu. Danke. Weg. War das weg? Das klang ja wie ein Ende. Was? Hat jeder was anderes gehört. Ein bisschen langsamer machen. Falls hier irgendjemand bei uns ist, kannst du... Welches Jahr ist es? 2023. Und der Ball geht an. Und der Ball geht an. Hä, hey, oha. Hä, hey, halt auch. Schwachsinnig. Nein, es ist überhaupt nicht schwachsinnig. Was denkst du denn, welches Jahr wir haben? Also EMF ist mir, glaube ich, lieber. Oder K2. Ist mir lieber wie diese Ghost-App. Ghost-Tube-Fox-App. Weil man versteht halt die Wörter gar nicht, ne? Ich würde jetzt noch mal ein paar Fragen stellen, gucken, ob was kommt. Und wenn nicht, dann gehen wir noch mal runter und machen dann die Ouija-Board-Sitzung. Bist du ein Freund? Definitiv. Wir kommen in Frieden. Bringen Sie es mir. Dann geh doch mal hier bitte auf den Tisch zu, einfach mal. Bringen Sie es mir. Okay. Du Marc, musst schon sagen, was wir. Kannst du das mal da hinbringen? Okay. Jetzt ist es bei dir. Aber nicht direkt am Handy. Nicht direkt ans Handy. Kannst du bitte auf das K2-Meter zugehen? Es wurde extra zu dir gebracht. Gehen erstmal wieder runter, oder? Ja. Man bringt da jetzt hier nichts zu. Ich bin gespannt, was auf der Nachtsichtkammer drauf ist. Weil da steht ja auch noch das. Bringen Sie es mir. EMF-Gerät. So, hier stand das EMF. Wir haben es nicht gesehen, nicht einmal. Ich bin echt gespannt, ob das Ding ausgeschlagen hat hier in dem Raum. Wir sind jetzt draußen und gehen jetzt hier um die Kapelle. Der Anblick sieht schon wild aus, finde ich. Du hast hier so diese Leichentransportliege nach unten. Sieht schon krass aus, ne? Hier mit so Möhren. Und das war hier diese Austropf.
Station oder sowas, ne? Na, was ist das jetzt? UV-Lampe? Aha, da, ja. Da war auch was an der Tür. Ach, guck mal an, hier hat jemand was rangeschrieben. Leute. 3.10. Caging to Raquel. Die Glenn. Die sonst. Aha. Aber viele, ne? Boah, aber richtig viele. Steht ja überall was dran. Ah, hier geht's noch weiter. Ah, hier. Kühlraum. Kratzspuren, hier wurde das Opfer anscheinend mehrere Tage lang tot gehalten. Vielleicht gibt es versteckte Spuren. Ist das so eine Leichenkarte, Alter? Ja, wird sein, oder? Nee, Anhänger für Garantiematerial. Ich bin jetzt mal gespannt wirklich auf die Vita-Bot-Sitzung, ob da was bei rumkommt. Schon ewig nicht mehr gemacht. Und das ist auch auf jeden Fall was anderes. Ne? Das wissen wir nicht. Doch, ich glaube, das ist doch. Das ist sehr, sehr cool. Kannst du den beiden nochmal zum Leuchten bringen? Oder eins der anderen Bälle? Kannst du dich drauf bewegen, bitte? Jetzt fängt der Ball an zu blinken. Und ich fühle mich gar nicht so. Ich krieg den wieder rum. Schon wieder angefangen. Der Ball, ne? Ja. Versuch mal einen anderen Ball, bitte. Kannst du einen anderen Ball zum Leuchten bringen? Ich wäre dir wirklich sehr, sehr dankbar, wenn du noch einen anderen Ball zum Linken bringst und nicht den gleichen. Na Leute, ne? Gerade bei der Pause. Tobi macht das Licht aus, auf einmal fängt der Ball an zu. Bin ich ein Geist? Das EMF ist ausgeschlagen. Vielleicht gibt mir irgendwer die Aufnahme und blende ich das mal mit ein. Das hat auch gepasst so mit der Kommunikation irgendwie. Das ist ganz hoch. Schon wieder. Ja, du bist ja ein Geist. Deswegen können wir dich auch nicht wirklich sehen. Deswegen sind wir auf diese ganzen Spielzeuge angewiesen. Um dich richtig wahrzunehmen. Deswegen ist es auch so wichtig, dass du den EMF und den K2-Meter auslöst. Deswegen ist es auch wichtig, dass du dich auf den REM bewegst, damit wir dich wahrnehmen können. Wir können dich leider nicht sehen. Ich weiß nicht, in welchem Jahr du hängst. Ob du vielleicht bei deinen Zeitschleife geraten bist und wir dich vielleicht irgendwer aus deinem Tod rausholen. Aber wir haben 2023. Schon wieder. Du bist still. Der kann so nicht angehen. Also Marc steht ja locker einen Meter daneben und dann nicht mal auf der Ebene hier. Wir freuen uns wirklich sehr über allerlei von Signalen, die du uns hier visuell oder akustisch geben kannst. Komm, um mich zu holen. Ich glaube... Schon wieder. Ich bewege mich keinen Zentimeter, ich habe nicht mal meinen Fuß angehoben. Nee, ich sehe das. Also das kann gar nicht, also das funktioniert auch gar nicht. Selbst wenn du da gehen würdest, glaube ich, würde da nicht angehen so. Muss man da drauf. Da ist auch ein Knopf drauf, so ein Klicker. Also Leute, es ist jetzt, gerade sind wir in der Kommunikation. Jetzt ist gerade 2. Leute. Ich danke dir. Kannst du dich nochmal auf 2 Meter zu bewegen, bitte? Danke dir. Das war jetzt, wow, ins orangene Bereich. Das war rot gerade. Der? Ja. Stimmt. Ja. Kannst du es richtig lange ausschlagen lassen? Jetzt glimmt ganz leicht, oder? Täuscht das? Doch, der glimmt. Na, das war ich aber, glaube ich. Oder ist das jetzt wieder angegangen? Du hast dich vorhin umgedreht, bis zur Seite gegangen und in dem Moment ist er angegangen. Hä? Alter, Junge, was war das? Was ist los?
Ich weiß nicht, ob das ein Schatten war, aber das hat sie in der Kamera gesagt. Oh Junge, ich hab so Gänsehaut, ne? Leute, zieht euch das rein, Alter. Leute, ich hoffe, das ist auch in der Aufnahme. Ich hab's eigentlich auch nur in der Kamera gesehen. Es sah richtig wild aus. Boah. In dieser Aufnahme von Bunkercat sieht man eindeutig, dass es der Schatten ihrer Hand war. Was mir nicht bewusst war, dass Infrarotlicht auch Schatten wirft. Ich habe eine Hand auf der Schulter. Echt? Nein. Jemand hat gerade den Arsch gefasst. Ach komm. Wirklich? Wer soll denn sowas machen? Weiß ich nicht. So Leute. Gleich geht's los. Wir haben jetzt hier schon mal die Kerzen angemacht. Alles aufgebaut. Wir machen das Ganze aber blind. Tobi wird das Ganze beobachten und filmen so von außen. Marc, die Katze und ich werden uns die Augen verbinden und das Ouija-Board spielen. Früher hat man das Gläserrücken genannt. Ich weiß nicht, vielleicht kennt das ja noch einer, der ein oder andere von euch. Eigentlich ist es, glaube ich, also ähnlich auf jeden Fall. Ich bin gespannt, weil gerade zum Schluss hatten wir ja auch gerade noch eine Kommunikation mit den Bällen und sowas. EMF war schon krass. 1:58 Uhr. 19 Grad haben wir es tatsächlich noch. So Leute, jetzt die Augen verbinden und dann geht's los. Ich mach das jetzt so. Es hält auf jeden Fall und dann ziehe ich mir das gleich runter. Ich muss die Kamera, damit ihr das auch seht, was da kommt. So, wir sitzen am Tisch. Düstere Stimmung, sagt ihr. Bin gespannt. Ich auch, auf jeden Fall. Na, Tobi müsste uns dann auch schon sagen, direkt, wenn wir fragen oder wenn wir irgendwo in das hinfährt, wo. Richtig, genau. Das ist dann seine Aufgabe, die ganzen Buchstaben vorzusagen. Macht man mit einer Hand? Ja, ne? Und zwei Fingern, glaube ich. Genau. So, jetzt sehe ich nichts. Wo ist denn das Board? Ich habe meine Finger auf jeden Fall drauf. Ja. Okay. Die Kamera, das ist meine Kamera an. Und ist nicht schlecht. Ist die an? Nee, warte. Ganz wichtig ist halt, dass die Finger ganz leicht auf das. Filmt das hier alles ja, kommt? Fühlt. Okay, liege ich jetzt noch auf der Planschette? Nee, du bist daneben. Wo ist denn die? Ja, da, jetzt ist es gut. Okay. Geister, wir rufen euch. Geister, wir rufen euch. Geister, wir rufen euch. Ist jemand bei uns? Ja, du darfst echt nur ganz leicht draufhalten, dann nicht drücken oder so. Ja, ne? Ist jemand bei uns? Bewegt jemand die Planschette? Also ich spüre auf jeden Fall, dass sie sich bewegt. Ich spüre auch, dass sie sich bewegt, aber es fühlt sich so an wie so ein Boah, Schieben, ey. Ja, aber ich kann nicht schieben. Ich auch nicht, ich gehe nur mit. Krass. Fünf? Fünf Geister sind hier. Oder fünf Identitäten. Was ist das denn hier? Alles klar, ich schieb das locker. Boah, ich hab, glaube ich, richtig Gänsehaut, ne? Ich kann mir gleich ein. Eins. Das ist krass, gut, dass jetzt die GoPro gerade fehlt. Ist halt einfach für den Modus, oder? Ja. Ich guck mal, ob ich jetzt noch mal gucken muss. Ey, wer schiebt jetzt? Was soll ich denn? Niemand, ich komme noch nicht mal hinterher. Ich weiß auch nicht. Ich komme noch nicht mal hinterher. Alter, das ist doch schon locker vom Brett. Wir haben besser davon Brett runter. Worauf sind wir denn gerade? Tobi, wenn es anfängt runterzuzählen oder anfängt ZOZO oder sonst noch was, müssen wir abbrechen. Ich lese euch eh das vor, was kommt, aber ihr seid eh neben dem Brett gerade, da passiert nichts. Ja, aber du entweder die Spitze und auf die zeigt oder das Loch. Die Spitze zeigt auf die 4. Und das Loch? Das Loch auf halb Brett, halb Tisch. Okay, auf die 4. Hä, hey, dann ist vorher 5, jetzt 4. Ich hab so Gänsehaut. Ja, Mann. Das war krank gerade, ne? Das bewegt sich ganz leicht unter meinen Fingern. Das ist ganz komisch. Ja, das Spitze hängt immer noch. Was ist hier jetzt los? Boah, Junge, wohin, Alter? Ich rutsch hier fast runter. Ja. Oh mein Gott. Es gleitet unter meinen Fingern weg. Meine Finger kleben förmlich daran. Was? Z. Bewegt die Planschete? Fühlt sich irgendwie so an, ne? Als ob ein Bord wäre.
Komm, ich weiß nicht, was die. Was das sein soll. Das ergibt ja gar keinen Sinn. Nimm mal die Augen ab. Hm? Nimm mal die Augen ab. Wieso? Ich habe jetzt gesehen, dass es präzise auf diese Buchstaben eigentlich geht. Aber dann seht ihr selber, was er macht. Okay, nehmen wir ab, wa? Ja, ich bin mal ja nicht mehr verbunden. Ich wechsle mit dir heute. Verbunden ist ja auch ganz komisch. Du merkst das auch, wie das Ding da irgendwie rumschwingt. Du musst lachen. Ja. Ich hab so, wenn hier da eine Ecke. Eigentlich bei dem Reacher ist ja der eine Kugel in der Mitte, so ein Glas, wo du durchgucken kannst. Ich glaube, die Spitze muss darauf zeigen. Na, dann wär's ein X. Meinst du nicht dieses Loch hier? Ich würde auch eher sagen, dass was im Loch ist. Ja. Richtig. Also das Loch guckst du eigentlich durch, oder nicht? Okay, gut, ist egal. Bist du freundlich? Ich finde es richtig komisch, wenn meine Finger da irgendwie so dran kleben. Meine auch. Voll unnatürlich, ne? Ja, aber auch erst seitdem es angefangen hat. Ja? So, ich kann die gar nicht runternehmen. Die kleben irgendwie so. Ich muss doch mal richtig runterlösen. Boah, jetzt ist es ganz langsam, ne? Ja. Oh, meine Finger kleben fest. Ja, das habe ich schon die ganze Zeit. Das ist richtig komisch. S? PS? Das war ich jetzt gerade aus Versehen. Ja, das habe ich gemerkt. Willst du uns irgendwas sagen? Das ergibt keinen Sinn. Talk Ink oder naja, I? Ist ja ein I, ne? Ja, okay. Wer schiebt das jetzt von euch? Ich gar nicht, ich komm. 56. Von 56. Das ergibt doch keinen Sinn. Was hat man jetzt? TE? TE? 56 TI? Ute. UG haben wir jetzt. Ne, T. UTGE. Utge. Darf ich dir eine Frage stellen? Ist das ein Name, Nene? Ich will es weitergeben. Darf ich dir eine Frage stellen? Spooky. Was ist das? Auf was ist es? Yes. Auf ja. Weißt du noch, wie du heißt? Ja. Kennst du noch deinen Namen? So, nein. Hm? Nein, gar nicht. Was ist denn los? T. Ist nicht euer Ernst, Jungs, wer schiebt? Ich schiebe nicht. Ich schiebe auch nicht. Ohne Witz. Das Problem ist, die Paschette verdeckt sehr viele Buchstaben, dass wenn es schieben wollte. Ja, aber da steht Ute. Ja, aber selbst. Aber das hatten wir gerade schon, ne? Wir hatten es gerade. Ich wünsche die Finger aber nicht so dran. Heißt du wirklich Ute? Ey, Jungs. Kann doch nicht sein. Nee, ich schiebe nicht. Die Lichter blinken auch richtig. Also ich bin so wenig am Brett. Würde ich da nicht festkleben, dann wäre ich schon weg. Ja. Und wie alt bist du? Ute, wie alt bist du jetzt? Oh mein Gott, es geht nicht um Zahlen. Hä? 5? Erzähl weiter. Ute, bist du ein Kind? Nee. Ein Kind? Nee. Oder? Ein Kind? Ute, bist du wirklich ein Kind?
Oder veräppelst du uns? Fünf. Könnte halt auch als Bestätigung nochmal gezeigt werden. Bist du alleine hier? Ich bin allein. Anne? Ina? In der? Acht oder was ist das? Acht. Das ist irgendwie so 8 oder 7, oder nicht? Ja, 8 ist auf jeden Fall hier deutlich zu sehen. Ja. Was hatten wir jetzt? In der 8. Was? D8. Vielleicht noch 8 ausgeschrieben worden. D8. In der Nacht? Meinst du in der Nacht? Du bist alleine in der Nacht? Ja, genau, als ob. Wer hat da gerade geschoben? Nein. Also, ich habe kaum Finger drauf. Seid ihr mehrere? Das ist ja gar nichts. Also Richtung, ja, vermutlich, ne? Hä? Alter! Oh, hast du das gerade gesehen? Nein. Das ist auch fast geschwungen. Alter, hast du das gerade gesehen? Boah, ich kann das nicht glauben. Seid ihr noch mehr Kinder? Ja, genau. Wieder, Alter. Was? PV? Er bewegt sich aber noch, ne? Ja. V war das? Meinst du Peter? Ja. Oder Piotr? Peter. Ja, Peter würde ja passen, ne? Russisch, oder? Peter ist ein deutscher Name. Nicht unbedingt. Das war ein Jahr am Ende, also sehr. Peter. Wie alt bist du, Peter? Sechs? Sechs. Seid ihr Kriegsflüchtige? Das ist doch ja, oder was? Steht da? Ja. Sind auch eure Eltern hier? Sind Sie gerade hier mit uns im Raum? Ja? Das schiebt sich nicht weg, oder? Nein. Wisst ihr, ob sich hier in dieser Kapelle jemand umgebracht hat? Hat sich hier jemand auf dem Dachboden umgebracht? Ist das ein Ja? Kannst du es mit einem Nein bestätigen? Junge, was war das? Du hast auch gezogen gerade, oder? Ich kann da gar nicht ziehen. Ich kann auch nicht gezogen haben. Was war das? Ich habe vorher noch gelesen, dass das nach 20 bis 40 Minuten beenden soll. Hieß die Person Klaus? C? L? Ja, als ob jetzt Klaus kommt, oder was? A. Aber mit C. Weißt Klaus du? Gibt's auch mit o C. Ja? S. Klaus. Wie alt war Klaus? Könnte das... 4? 45. Ja, genau. Hat er sich wegen einer Frau umgebracht? Ey, verdammt. Wer ist denn die Meinung nach
auch, aber der Akku ist fast leer. Boah, die ist bei 3 Minuten mal hängen geblieben, als sie ja angefangen hat. Ich weiß nicht, ob die jetzt noch offen ist. Hat sich Klaus wegen einer Frau umgebracht, weil ich mit ihr zusammen sein durfte? Nein. Wisst ihr es nicht genau? Sie wissen es nicht genau. Okay. Ist Klaus auch hier bei uns? Hier. Ja. Hat Klaus mich beim letzten Besuch oben geschubst, als die Bälle geleuchtet haben? Nein. Weiß jemand anderes? Gab es jetzt noch diesen Chirurgen? Könnt ihr mir den Namen verraten, wer mich geschubst hat? Ute. Das ging schon. Wow. Weiß vielleicht Ute die Frau, in die Klaus verliebt war? Ach scheiße. Warum hat mich Ute geschubst? Weil ich... Was macht der da? S-T. Willst du denn hin? Ich komm nicht mit dem... Ich komm nicht... Was? Unten. Unten? UN. Ein T hat mir aber gerade auch gehabt. F. A. L. Unfall? Unfall? War das ein Unfall? War es Absicht? Du. Du wolltest einen Unfall haben. Wollte man mir wehtun? Okay, beenden wir mal. Soll ich jetzt diesen Raum verlassen? Nein. Wollte mit mir reden. Das macht mir Angst. Es ist so seltsam. Mir ist richtig kalt. Ne? Wollte mir etwas erzählen. Vertraut ihm mir. Mhm. Filmt die Kamera noch? Die filmt jetzt erst. Das ist gerade richtig krass, ne? Die hat am Anfang gefilmt, ich habe ja Aufnahme gedrückt. Aber als ich mich geguckt habe, das wollte ich dann ja schon machen. Was soll ich erfahren? Wir müssen mit T. O. T. Als ob. Ja, von wem? D. I. R. Alter, was? Dir. Darf ich das Spiel beenden? Ich würde weiter fragen. Deswegen hat sie mich so lange geschützt. Warum? Warum soll mir Tod passieren? Z U N oh.
Oh mein Gott, Alter. Halt's Maul, Alter. Guck mal da, der bringt doch was. Und das ist in deiner Tasche. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott, Alter. Alter, was? Oh. Was? Oh. Uns wollte das Brett noch sagen, es macht das Spiel, beende das Spiel. Ja, bitte. Ich beende das Spiel. Auf Wiedersehen. Wir beenden das Spiel. Auf Wiedersehen. Ihr bleibt hier. Ich nehme nichts mit. Hä, hey, habt ihr die Tür zugemacht? Was ist da? Ja, ja. Warum hat das da jetzt umgefallen? Da ist in deiner Tasche einfach geleuchtet. Ja, was sind die Katzen drin in der Tasche? Aber da kann ja gar nichts umfallen. Was soll da umgefallen sein? Keine Ahnung, weil das gerade voll angefangen zu leuchten. Und dann ist in der Tasche. Und die Lampe von irgendwo gekauft. Das war richtig krank, ne? Was meinst du, hat er so laut geknallt? Bis heute ist es für mich unerklärlich. Man sieht, wie wir alle weit genug weg davon sind und plötzlich fangen die Bälle an zu blinken. Boah, ich trau mir gar nicht, die Finger runter zu nehmen. Ne? Ich nehme jetzt die Finger runter. Jetzt ja weg. Scheiße. Gibt es so ein Dings, wo man... Ach, goodbye, ja. Ja, wir sind auf goodbye. Okay. Und sich das Ding jetzt noch alleine weiter bewegt, ne? Dann krieg ich aber wirklich Angst. Junge. Ich hab meinen Körper gar nicht gerissen. Leute, wie krank ist das bitte? Aber das war so krank, ne, dass das kommt. Und dann, dass da umfällt noch. Und vor allem, das hat ja alles gepasst. Das geht nur mit dir. Ja, aber zu uns. Die wollen, dass du zum Leben gehst. Leute, jetzt mal ohne Witz, was sagt ihr dazu? Also, ich weiß, entweder hat wirklich einer so mitgeschoben oder so, oder es geht ja über... Du hast gesehen, die Planschette ist mir teilweise unter den Fingern weggegangen. Ja. Bei mir auch. Du kannst dir ja auf die Aufnahmen gucken. Da siehst du, dass die relativ perfekt getroffen wurden. Die wusste halt bis immer am Anfang nicht, muss die Spitze drauf zeigen, weil dieses Loch. Also, als wir die Augen verbunden hatten. Ja, aber da siehst du, okay. Die haben sehr gut getroffen. Ja, und wir konnten ja gar nichts. Also Leute, schreibt eure Meinung unbedingt in die Kommentare. Puh, wenn ihr mal überlegt, dass ich und Marc letztes Mal weggefahren sind und das Lenkrad ging nicht. Und es ging vorher 600 Kilo, immer ging es eigentlich. Ja, dann die Probleme gehabt. Das war auch nur hier die Straße runter. Wo, die erste Kurve gleich. So, als ob wir gerade in den Wald fahren sollen. Und danach ging es direkt wieder. Und auch nicht nur irgendwie 10 Minuten. Wir sind danach 50 Kilometer nach Hause gefahren. Richtig, wir sind danach 350 Kilometer nach Hause gefahren und nicht mal irgendein Anzeichen oder so. Und also das war auch nicht so, dass das Auto ausgegangen ist oder so. Ihr müsst euch vorstellen, dass das Lenkrad einfach gerade war. So, als ja, ob sie einfach stehen. Das war so krank. Und hat euch manövrierunfähig gemacht. Ja, und jetzt sagst du noch, dass du hier auch letztes Mal geschubst wirst. So als ob die quasi echt wollen, dass wir sterben. So kam es ja auch rüber von den Antworten her. Ja. Also, boah, dann müsst ihr uns das nicht übel nehmen. Wir brechen, also sicherheitshalber, das heißt abbrechen, wir haben es beendet. Und dabei belassen wir es jetzt auch erstmal. So beschlossen wir uns, mit weißem Salbei auszuräuchern und diesen seltsamen, mysteriösen Ort zu verlassen. Hatten wir wirklich Kontakt zu den Übernatürlichen, den Unerklärlichen? War all das paranormal? Das seltsame Licht, was im Raum schwebt. Die Bälle, die anfingen zu leuchten und die Kommunikation mit dem Spirit Board und am Ende der laute Knall. War all das Zufall und unser Gehirn hat unserer Wahrnehmung einen Streich gespielt? Oder sollten wir sterben und haben mit Präsenzen aus dem Undenkbaren gespielt? Schreibe deine Ansicht darüber bitte in die Kommentare. Und in diesem Sinne... Lasst gerne mal einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Schaut auch gerne mal bei Tobi und die Katze vorbei. Bunkercat TV.
Und was soll ich sagen, dann sehen wir uns im nächsten Video. Bleibt dran, bis dann. Just know that I'm with you. Just know that I'm with you through it all. And I'm gonna be there. Whenever you win or if you fall. What you're giving, but it's never too late to spread your wings.